Der Herbst ist jetzt mit großer Wucht gekommen und das verursacht erstmal Enttäuschung. Und die vier Wintermonate, die sind lang, November, Dezember, Januar, Februar und selbst im März muss man ja noch den halben März dazu rechnen, bevor es dann mal richtig Frühling wird. Und dieses Licht am Ende eines Tunnels ist jetzt noch ziemlich weit entfernt. Und deshalb verstehe ich schon, dass das schwerfällt und dass man sich damit auch schwer tut. Aber es ist ja nicht sozusagen ein politischer Beschluss, den wir gefasst haben, sondern es ist so etwas wie ein Naturereignis, eine Naturkatastrophe, mit der wir umgehen müssen und in der wir den besten für uns alle vertretbaren Weg finden müssen. Und wenn jeder sich sagt, mein Beitrag dazu, dass dieses Virus eingedämmt wird, das ist, dass ich verzichte auf Kontakte, dann weiß man, dass man für die Gemeinschaft auch etwas tut. Und das kann aus meiner Sicht eine Hoffnung und auch ein Motiv sein. Dafür werbe ich jedenfalls. Und dann eben das Wissen, dass auch Fortschritte gemacht werden bei Impfstoffen, die nicht sofort für alle natürlich gehen werden, beim Schutz bestimmter Gruppen, bei den Testmöglichkeiten und Medikamenten. Und das ist aber eine sehr, sehr schwere Zeit, die von uns keiner voraussehen konnte und die auch sich kein Mensch gewünscht hat. Also ich kann Unmut und Unwillen verstehen, muss trotzdem für die Akzeptanz werben, weil wir keine andere Variante haben. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.